Einen wunderschönen guten Tag zusammen oder auch guten Abend oder guten Morgen, was auch immer für eine Uhrzeit knapp euch ist. Willkommen zurück zu Let's Play GTA Online auf dem PC. Immer noch mit dem Basti. Hallöchen. So. Ja. Ist so. Und man kann da auch Freunde hervorheben. Ja, kann man. Wieder Priorität. Fahrzeugzugang. Das ging doch irgendwie mit Spiele hervorheben, oder? Ja klar, Spiele hervorheben. Ah, genau, dort, ja. Likes, ein. So. Ah, ich seh dich. Ich seh dich sowieso, ich seh dich als einzelnen blauen Kringel. Ja. Deswegen spare ich mir das mit dem Hervorheben. Mit was bist du unterwegs? Auto. Du könntest ja auch. Wie viel Kohle hast du noch? Warte mal, ich hab grad ein Telefonat hier. Von. Ja, war nicht. Komm hochgefahren. Ja, mach mal. Jetzt ruft Lester an. Ja, verdammt, da wollte ich gar nicht hin. Ah, da wollte ich hin. Bin gespannt, ob du da hochkommst. Bin ja schön am Hochdriften. Ja, der gefällt mir. Und kommst du hier auch hoch? Also, ach, toll. Es wird schlecht mit dem Auto. Aber hier gibt's uns schönen Stunt. Mal schauen, ob ich den mit dem Moped schaff. Komm hinterher. Huhu. Was? Fehlgeschlagen? Ich hab ihn gestanden und hab ihn fehlgeschlagen. Ich habe abgeschlossen. WTF, ich bin zu weit geflogen. Danke. Oh, ist ja wohl selber vernichtet. Das nennt sich Rache. Aber mein Motorrad lebt dafür noch. Ey, das war ja gar nicht dein eigenes Auto. Du kannst ja dein Motorrad auch bestellen, ne? Mit dem Mechaniker. Ja, stimmt. Alter, jetzt überfällt mich einfach so ein LKW. Was ist mit dir los? Wolltest du bloß den Mechaniker anrufen oder was? Ja, lol. Der Typ steigt aus und verbrennt. Warum auch immer? Aua! Hast ein bisschen die Haltung verloren? Mein Moped ist leider. Ab! Warte. Na, wo ist er? Guck das mal, Bike. Au! Schau mal her. Wow! Jetzt bist du Ghost Rider. Komm mal mit. Ich führe dich gleich mal zum ersten Stunt, der mir gerade so einfällt. Wenn das die richtige Straße ist. Oh jawohl, bei mir läuft Johnny Cash. Johnny Cash? Ja. Ah, Halfpipe. Mit Johnny und sein Cash, ne? Jo. Warte mal, wo waren jetzt diese... Alter, was ist da mit diesen Texturen los? Ah, hier hinten. Komm mit. Komm mit, lauf weg. Ich hab ihn. Ich hab irgendwelche Arschgeigen beschossen gerade.
kann ja auch sein. Ja, so läuft das. Basti, warte mal. Langsamer. Und jetzt, also, hey, du musst relativ langsam sein und hier drüber. Langsam? Abgeschlossen. Gut. Hast du den am Flughafen schon? Nee, ich hab eigentlich nur Bock gehen, ja. Hä, die Enduro, zeig mal, ist das die Dinka Enduro? Echt? Ja. Ach ja, doch, tatsächlich. Warte mal, guck mal, mein Mob, wenn die mal ran hier. Warte mal. Jetzt aber. Jetzt aber. Jo, jetzt. Jetzt aber. Boah, da geht's nicht raus. Hier geht's raus. Genau. Erinnert mich ein bisschen an das Bike hier von Bud Spencer und Terence Hill Film. Ja, wie hieß denn der? Stimmt. Wo die auch ja auf den Dingern unterwegs waren. Warte mal. Und jetzt? Toll, bei mir hat's nicht geklappt. Du musst aber nach hinten ziehen. Hab ich. Na ja, komm, geh mal. So, und jetzt Flip-Time! Nee, schaff ich nicht. Ah, nee, hier links. Ich hab schon voll die Orientierung jetzt wieder langsam. Voll die Orientierung jetzt wieder langsam. In dem Spiel. Ja, du hast uns gefragt, wie viel Geld ich hab. Ich hab sowas um die 700.000. 600. Nee, dann kauf dir doch. Kauf dir doch eine Hakuchu. Hakuchu? Hakuchu? So, und jetzt läuft von Zirkel auf Erke. Boah, jetzt hab ich gemeint, die Straße ist weg, Alter. Am Flughafen sind gleich zwei, übrigens. Oh, stimmt. Ach, Mann. Ey, ich fahr schon wieder im Texturmatch. Leute, es tut mir leid, ich muss meine Grafikkarte updaten. Es sind, glaube ich, sogar drei am Flughafen. An der ersten bin ich gerade vorbeigefahren. Nee, fahr zu mir her. Ja, ich komme. Ja, stimmt, es sind drei, tatsächlich. Ja, einfach da links. Oh. Da haben sie ihn irisch erwischt. Ich hab mein Motorrad drüber geschmissen und bin an dem Mini hängen geblieben. Kennst du doch den Witz, wo die Frau interviewt wird, die seit 20 Jahren an der Autobahn wohnt? Also, Frau Müller, haben Sie irgendwelche Nachwirkungen, weil Sie neben der Autobahn wohnen? Nein, nein, nein! Oh, nee, ich bin schon gestorben! Beim Runterrutschen. Sag mal schauen, ob ich... Nein, ich bin auch gestorben! Ach, jedes Mal Break. Ich bin gerade auf dem... Hä? Ich bin auf dem Boden aufgeschlagen und sofort gestorben. Warum? Das ist so ein richtiger Suicide-Monster dann eigentlich, wenn du ihn mit dem Motorrad machst. Aber die geilste Aktion mit dem Motorrad ist immer noch die. Warte mal, mal schauen, ob ich es noch schaffe. So, schauen wir mal. Yo! Naja, nicht ganz hoch, aber... Da fliegt er, der Basti. Oh. Du musst stehen, du musst stehen! Ich wollte einen Frontflip machen. Au! Basti! Ja. Schau mal, wo ich bin. Hä? Try to find me. Irgendwo auf dem Dach oben, hä? Nein! Liegt da jetzt ernsthaft mein... Oh Gott sei Dank. Ja, na klar, auf dem Dach.
Das ist er ja. Soll ich jetzt zeigen, wie man hochkommt? Ist eigentlich recht easy. Wenn ich mir eigentlich denken, ja. No. Ja, einfach gerade anfahren. Warte. Ja, genau so. Dann ist los. Komm, zieh. Die Baby. Jawohl. So, ich lieg unten. Ja, aber ich bin ganz hochgefahren vorhin. Also oben auf die Spitze. Ja, nee, es hat mein Bike nie geschafft. Alter. So, schauen wir mal. Nein! Was ist denn jetzt los? Alter. Oh, verdammt. Ich hab dich, glaube ich, gerade fallen sehen. So. Und jetzt auf der anderen Seite wieder runter. Ja, verdammt, mein Bike ist... So, Basti, ich komme! Ah! Vor allem guck ich noch so schnell langsam nach oben, wie auf Zack. Wo liegt denn dein Bike? Liegt es da oben? Ja, auf der Zwischenetage hier. Ja, komm, steig ein. Steig auf. Steig ein in das Motorrad. Hier? Oh. Oh. Nee. Also auf dem Plateau ganz oben oder? Darunter. Auf dem ganz oben. Auf dem Grauen. Hoffe ich zumindest. Wir schaffen das noch. Zwölf Jahre später. Weil ich sehe nichts wegen deinem Dickschädel da hinten drauf, Alter. So. Puh, das wird jetzt noch eine längere Geschichte. Also wer sich das nicht antun will, einfach 20 Minuten vorspulen oder so. Schön. Du, ne? So, und jetzt. Danke. Jump! Woo. So, und jetzt versuch's mal alleine nochmal hoch. Jetzt klappt's wahrscheinlich auf Anhieb, pass auf. Ja, natürlich. Da, hier bin ich wieder. Du musst mal Anlauf nehmen. Und dann einfach nach hinten ziehen und dann über diesen Rand springen. Du oder was? Nein. So. Warte mal. So. Warte mal, nimm mal den anderen Monsterstand mit. Nee, nicht den. Ja, auf der anderen Seite war der. Nein. Ja, willst du den zu... ins Flugfeld rein. Ja, aber ich will mal gucken, ob du was schaffst. Das mache ich nämlich immer gern, wenn ich Langeweile habe. Darf ich doch immer. Jo. Während des Flugs krieg ich einen Anruf. Abgeschlossen. Schau mal, was hier steht. Da kannst du auch wegen Alarm machen. Nimm dir das Ding mit. Ich hol mir einen Sektor schnell, warte. Dann machen wir ein bisschen Alarm. Lenkrechtstarter? Ja, hab ich. Hast du?
Ja, sicher. Sichi. Woo, der Stunt funktioniert immer noch. So. And then we call Pegasus. Pegasus. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? So. How can I help you? You can help me with delivering my Flugzeug. And there it is. Meine Hydra. Basti, reiß dich zusammen, schießen. Ah! Die eine an. Gelandet. Ey, ich bin mit! Das ist ein Einsitzer. Ach, na toll. Deswegen sage ich ja, nimm dir den Heli mit. Ich hätte mir auch den Dodo genommen. Ein Dodo. Oh! Entschuldigung. Da liegt er! Triffst mich eh nicht. Ich merk schon. What? Hab ich dich getroffen? Ja! Bin gerade noch rausgesprungen, bevor das Ding hochgeht. Oh, das sieht ja schön aus. Warte mal. Blöder. Ja, komm mal rüber hier. Komm her. Trau dich. Hä? Warte mal. Wieso kann ich dich nicht anvisieren? Warte mal, jetzt nehme ich die Maus. Die Bullen kommen. Boah, stirb! Ey, aber das Waffenrad schneller durchschalten kann ich irgendwie mit dem Controller, ich weiß nicht. Au! Das war mies, ne? Ja. Das war meine Platin-Minigun. Bam! Das war das Scharfschützengewehr. Hab ich gemerkt. Aber weißt du, was noch gemeiner ist? Dieses Teil. Wo ist er denn, der Onkel Schisser? Bam, da reicht ein Schuss egal wohin. Das schwere Scharfschützengewehr. Okay, ich hör auf. Okay. Wir müssen mit irgendwas anderes Sinnloses machen, ja. Okay, warte, ich hab was. Ah, nein! Das ist eine Tränengasgranate. Ach so. Gut. Selbstmord!
alles brennt. Hey, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Was wir machen. Komm, wir verfolgen die Polizei. Du schießt natürlich gleich wieder auf alles. So. Hast du recht. Wow, kommt die Dio, wenn wir ja. Schnell weg! Jetzt. Oh. Boom! Irgendwie haben die auch die Physik verändert von dem Spiel. Oh. Die Autos fliegen nicht mehr ganz so unreal irgendwie. So, und jetzt läuft im Hintergrund von Circle of Alchemists Parachutes. Alter, immer wenn du dahin rausschießt, kann ich irgendwie nicht mehr so gut steuern, irgendwie habe ich so das Gefühl. Ja? Keine Ahnung. Yay, Texturmatsch! Also ich verspreche es, ab der nächsten Folge ändert sich dieses Texturmatschige. Los. Ey Basti, ich habe eine Idee, wir gehen ins Kino. Ach so. Das habe ich noch nie in einem Let's Play gemacht, ins Kino zu gehen. Oh. Sehen, was so kommt, aber ich denke mal mit drei Wohlstand geht es nicht. Welche drei Sterne? Leave it with creepy Uncle Lester. Hm. Komm, wir gehen ins Kino. Ja, steig doch raus! So, ich bin im Kino. Kino ist leider geschlossen. Was? Hä? Ich glaub, du hattest noch Glück. Eine Minute davor. Ja, schön. Das Kino hat bis 22 Uhr auf. Wir haben es jetzt 4 Minuten nach. WTF, was ist das für ein Film? Da ist so eine Roboter-Tussi und die wedelt irgendwie einem Roboter und einem Mann irgendwie die ganze Zeit einen. Alter. Ey, ich hab eine Idee. Warte mal. So. So. Was machst du hier? Ganz hinten? Oh. Sieh zu und lerne. Ja, wo? Ja, darauf warte ich gerade. Dein Ernst? Yay! Wer war das? Warte, warte. Ja! Ist Mord. Boom! Scheiße! Oh nö. Ah. Oh nö. Warte mal, was bestimmt auch cool ist. Das machen wir jetzt mal, komm. Ah. Ich hol dich mit einem Auto ab und dann bauen wir da Sprengstoff an das Auto. Oh. Und dann. Weiß ich nicht, was man damit machen kann. Das habe ich noch nie probiert.
Ach, hier bist du schon. Ich bin mit Lester's Auto unterwegs. Komm, spring rein. Da vorne ist ja gleich eine Tuning-Schmiede. Oh. Nee. Warte mal, was war das gerade für ein Lied? Shadows of the Night. Irgendwie spinnt mein Radio hier. Ist meiner für uns? Ich glaube, wenn du jedes Mal umstellst, dann lässt sich das bei mir auch um. Oder auch ja, nee, na klar. Oder doch. Ja, aber ich habe ja meinen Player drin. Ja, dann doch. So. Sprengstoff. Die Kocher kannst du hier mit Kleber zukleben und so. Ganz lustig aus. So. Mach mal, tu mal hier mit Aufkleber für die Stickern. Nee. Wir gehen mal tanken. Warte mal. Was magst du? Ach, passt dies, tut mir leid. Das ist ja cool, Alter. Ich hab's überlebt. Bam! Au. Oh, was? Bam. War der jetzt mein ganzes Magazin leer? What? Ach, das warst du! So, ich versteck mich jetzt. Au! Was ist denn jetzt passiert? Ah, Grinne! Soll mal schauen, ob dieses Haus reicht, um einen Fallschirm zu öffnen. Geronimo! Oder auch nicht. Es hat nicht gereicht. So. Aua! So! Onkel Gonzo mal schnell über den Haufen gepratzt. Ey, danke, du Arsch. Da. Oh. Aua. Sorry. Das war noch nicht geplant, der driftet zu gut. Wow, ich bin so weit in der Story, das ist unglaublich. Schau, Basti. LOL, ich hab'n Stinkefinger gezeigt und hab'n Stein bekommen, Alter. Wieso geht meine Aktion nicht? Komm, jetzt steig ein, Mann. Ich werd beschossen, steig ein. Verfolgungsjagd! Langsam mal Munition wieder kaufen. Ach, wer braucht schon Munition, wenn man Haftbomben hat? Boom! Schau! Bam! Zack, weg!
Bam! Bam! Das. Oh, Feuerball, Junge! Ja! Oh, ein Kopfgeld von 1000 wurde auf Marzipan ausgesetzt. Das müssen wir uns glatt holen. Ah. Einen Monsterstand, den du bestimmt auch noch nicht hast. Ich hoffe, den kriegst du dadurch auch. Boah, wo nix, ne? Ja, war gar nix. Der da ist schuld. Der da. Hier, der da. Boah. Hey! Ein Polizeiauto. Hallo. Oho. Ich will den Stunt nochmal versuchen. Warte mal, da kommt noch eins. Puff! Hat's gereicht? Ja, Mann! Yo. Oh. Bring dir den Weg frei! Volksbank, Raiffeisenbank. Ha! Hast du ihn bekommen? Nee. Wir sprengen uns den Weg frei. Schon geil, so eine Haftbombe, ne? Yep. Bangarang. So, jetzt steige ich mal um auf. Ach, Granaten. So, wenn wir wieder einen Bankraub machen oder sowas. Was machen wir? Bankraub. Okay. Ja, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage jetzt mal Dankeschön fürs Zuschauen, macht's gut, haut rein, servus. Ahoi.